Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel feiert 150-jähriges Bestehen im Jahr 2022. Dieses Jubiläum wurde nicht nur an einem Tag gefeiert, sondern das gesamte Feuerwehrjahr stand im Zeichen der 150 Jahre. Die Stadtfeuerwehr besteht mit dem Stand von 24. Jänner 2022 aus insgesamt 6 aktiven Feuerwehrfrauen, 71 aktiven Feuerwehrmännern, 28 Kameraden außer Dienst und 7 Jugendfeuerwehrmännern. Somit beläuft sich der gesamte Mannschaftsstand zum 24. Jänner 2022 auf 112 Mitglieder. Und um ehrwürdig in das Jubiläumsjahr zu starten, war es an der Zeit für neue Fotos. Deshalb bat der Kitzbüheler Fotograf Markus Mitterer im K3 Kids-Kongress die gesamte Mannschaft vor die Kamera. In mühevoller Detailarbeit wurde ein perfektes Gruppenfoto erstellt. Ebenso wurden in der Fahrzeughalle das Kommando, die Jugendgruppe und der Ausschuss authentisch in Szene gesetzt. Am Montag, den 7. März, war es endlich soweit. Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel konnte das neue Löschfahrzeug mit Allrad feierlich empfangen. Das neue Fahrzeug ist speziell auf die Wasserversorgung im Brandfall sowie auf den Hochwasser- und Katastrophenschutz ausgelegt. Wir wollten eigentlich das alte Fahrzeug, mit dem, was wir eigentlich sehr zufrieden waren, optimieren. Und das haben wir umgesetzt, dass wieder alles auf dem neuesten Stand ist. Heute ist ein großer Freudentag für die Stadtfeuerwehr Kitzbühel. Wir haben unseren neuen LFB in Empfang nehmen dürfen, quasi als Einstieg in unser Jubiläumsjahr. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Brandeinsätze immer weniger werden, aber die Unwetter und Naturkatastrophen eher zunehmen. Aus diesem Grund war es wichtig, ein zukunftsorientiertes, den modernen Erfordernissen angepasstes Fahrzeug anzuschaffen. Am 25. März 2022, 150 Jahre nach der Gründung, lud die Stadtfeuerwehr Kitzbühel zahlreiche Ehrengäste und alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Anlässlich des erfreulichen Jubiläums konnten unter anderem auch der Landeshauptmann Günther Platter als Ehrengast begrüßt werden. Vor versammelter Mannschaft folgten die Berichte des Kommandanten, des Stellvertreters, des Jugendbetreuers sowie des Kassiers. Ebenso gab es Angelobungen, Ehrungen und das Jubiläumsbuch wurden vorgestellt. Es war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Da sieht man, dass alle an einem Strang ziehen. Alle interessiert sind, dem Nächsten zu helfen. Seit Gründung der Feuerwehr ist es Tradition, einmal im Jahr rund um den Gedenktag des heiligen Florian im Rahmen eines Gottesdienstes für ein gut verlaufenes Feuerwehrjahr zu danken und an alle verstorbenen Kameraden der Feuerwehr zu denken. Die heilige Messe wurde bei strahlendem Sonnenschein in der Hinterstadt durch den Stadtpfarrer zelebriert. Dabei wurde auch das neue Löschfahrzeug, eine restaurierte Pumpe aus dem Jahr 1930, sowie das Jubiläumsfahnenband gesegnet. Der heilige Florian ist der Patron der Feuerwehr und bei der Segnung bitten wir immer, dass die Feuerwehrleute immer gesund nach Hause von den Einsätzen kommen. Die diesjährige Florianeübung fand beim Berggasthaus Hackstein statt. Die Alarmmeldung war ein Brand im ersten Stock. Das Übungsszenario konnte rasch und erfolgreich abgearbeitet werden.
Am Samstag, den 11. Juni 2022, veranstaltete die Stadtfeuerwehr Kitzbühel einen Tag der Feuerwehr in der Kitzbüheler Innenstadt. Besucher hatten die Gelegenheit, die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der anderen Blaulichtorganisationen näher kennenzulernen und sich ein Bild von deren Aufgaben zu machen. Ein besonderes Highlight war die Enthüllung des Feuerwehrwappens unterhalb der Kirchenstiege beim Jubiläumsgartl. Vor 3 Jahren fand das letzte Kitzbüheler Feuerwehrfest statt. Nach dem offiziellen Fassanstich wurde am Freitag, Samstag und Sonntag von zahlreichen Einheimischen und Gästen aus nah und fern gefeiert, getrunken, gegessen und bestehende Freundschaften gepflegt. Welcome to New York, hieß es schließlich für die Feuerwehrfrauen und Männer. Diese Stadt beeindruckte jeden mit ihrer Skyline, den bekannten Sehenswürdigkeiten und der einzigartigen Atmosphäre. Natürlich durfte ein Besuch der Freiheitsstatue, des World Trade Centers mit dem 9/11 Memorial Museum, des Times Squares und einer Feuerwehrwache von New York nicht fehlen. Am Freitag, den 25. November 2022, wurde im Museum Kitzbühel die Sonderausstellung anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Stadtfeuerwehr Kitzbühel feierlich eröffnet. Die Ausstellung präsentiert die Wichtigkeit der Feuerwehr von der Gründung bis zur Gegenwart. Wir haben Exponate von 200 Jahren. Das wird ein Stück Feuerwehrgeschichte, ist das wirklich in Kitzbühel. Am 4. Dezember war es wieder soweit. Der heilige Nikolaus besuchte die Stadtfeuerwehr Kitzbühel. Im großen, in goldenen Buch des Nikolaus standen viele Zeilen über die Kinder der Feuerwehr Kitzbühel geschrieben und so holte der Nikolaus ein Kind nach dem anderen heraus, um es zu loben oder auch manchmal ein paar mahnende Worte zu sprechen. Nachdem jeder ein Sackerl von den Engeln erhalten hatte, wurde der Nikolaus herzlich verabschiedet und versprach, auch nächstes Jahr wieder die Feuerwehr zu besuchen. Das letzte Jahreshighlight war die Weihnachtsfeier im Lebenberg Schlosshotel, bei dem die Partner und Partnerinnen der Feuerwehrmitglieder auch eingeladen waren. Und dies waren die Highlights des Jubiläumsjahres. Auf die nächsten 150 Jahre und getreu dem Leitspruch Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.